Vor einigen Wochen hätte man die beiden Gegner Heilbronn und Weißwasser als absolut machbar eingestuft. Doch sicher ist beim EV Landshut aktuell gar nichts mehr. Viel zu schwankend die Leistungen, seit Andreas Brockmann das Trainerzepter von Jirschi Ehrenberg übernommen hat. Die Mannschaft kämpft offenbar immer noch mit der Umstellung. Im Grunde genommen war es eigentlich davor einfach so, dass es ein bisschen lockerer gehalten worden ist. Eher unüblich und so wie es jetzt eigentlich ist. Wir schauen, dass wir einfach mehr Struktur reinkriegen. Das ist natürlich von jetzt auf gleich für jeden nicht leicht. Und das braucht einfach seine Tage. Ich meine, es ist, wenn ein neuer Trainer kommt, das ist das Gleiche wie am Saisonstart. Dafür hat man die Vorbereitung. Da kann man sich halt den einen oder anderen Patzer halt erlauben. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir das halt so schnell wie möglich irgendwo in uns reinkriegen und dass wir das bis zu den Playoffs im Griff haben. Ganz genau, viel Zeit bleibt nämlich nicht mehr. Nur noch 4 Spiele sind es insgesamt in der Zwischenrunde. Ein deutlicher Lichtblick war aber zuletzt der 3:2 Auswärtssieg in Kaufbeuren. Wir haben sehr, sehr gut gespielt. Wir haben unser System ein bisschen umgestellt. Wir haben uns mehr aufs Defensive fokussiert. Das Lustige ist eigentlich bei so einer Sachen, wir haben viel mehr Torschancen gehabt wie Kaufbeuren. Am Freitagabend nach der unnötigen 4:5 Niederlage gegen den gleichen Gegner, als man in der Schlussphase eine 4:2 Führung noch herschenkte, war Brockmann dagegen stocksauer, stellte sogar die Charakterfrage. Vielleicht kommt der ein oder andere Crack auch mit dem raueren Umgangston auf der Trainerbank nicht so wirklich zurecht. Nein, ich bleib immer gleich. Zum Beispiel am Sonntag mit Sie in Kaufbeuren versucht man der Mannschaft immer zu helfen und so. Das hat aber nichts mit dem Umgangston zu tun, sondern einfach als Hilfe eigentlich. Jedenfalls müssen sich Mannschaft und Trainer jetzt in der entscheidenden Saisonphase offenbar noch etwas mehr zusammenraufen. Denn noch hat man das Playoff-Heimrecht angesichts von 2 Zellen Rückstand auf Platz 4 nicht aus dem Blick verloren. Nein, man muss einfach schauen, wie wir schon gesagt haben, wir müssen uns auf uns selber konzentrieren. Und wenn wir alles gewinnen, dann haben wir vielleicht eine gute Chance, aber wie gesagt, das würde ich jetzt sagen, ist nicht primär. Wir müssen auf uns selber schauen. Wir brauchen nicht auf andere schauen und gar nichts. Wir haben auch Garmisch noch, das wo mit Konkurrenz ist und das andere können wir nicht entscheiden. Wir versuchen, dass wir jedes Spiel gewinnen, so viele Punkte machen wie möglich und dann schauen wir, was am letzten Spiel rauskommt. Kurz noch der Blick über die Saison hinaus. Anfang der Woche wurde ja bekannt, dass zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Fabio Wagner soll mit Ingolstadt, Stefan Kronthaler mit Wolfsburg einig sein. Auch Martin Davidek und Riley Armstrong liegen offenbar DEL-Angebote vor. Fix weg ist, wie bereits berichtet, Stefan Daschner, der 2 Jahre nach Düsseldorf geht. Auswirkungen auf die Saisonendphase befürchtet man aber nicht. Jeder will sein Bestes geben, gerade auch wenn man woanders hingeht. Man will sein Bestes noch zeigen und gesagt, da habe ich überhaupt kein Problem. Was Positives gibt's aber auch. Laut Fachzeitschrift Eishockey News kooperiert man kommende Saison mit dem ERC Ingolstadt. Zurück zur Zwischenrunde. Davidek und Max Brandl sind jetzt wieder dabei. Dafür fehlt nun Cody Thornton, bei dem ein Haarrissbruch am Knöchel festgestellt wurde. Ausfallzeit rund 6 Wochen. Dazu fallen wohl Armstrong, der nach wie vor Rückenprobleme hat, und Wagner aus, der nach einem Check in Kaufbeuren eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Das macht die ohnehin nicht einfachen Aufgaben an diesem Wochenende noch etwas schwieriger. Ja gut, Heilbronn wissen wir ja. Ist mit Sicherheit eine gute Mannschaft, stehen vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht da unten drin. Sehr gefährlich, auch zu Hause, da müssen wir natürlich aufpassen. Und bei Weißwasser, die haben natürlich den Kampf um den 8. Platz, also mit Sicherheit keine leichten Aufgaben. Daumen drücken also für den EVL, noch kann man die Top 4 der Tabelle aus eigener Kraft schaffen. Ob es an diesem Wochenende dann tatsächlich weitere Schritte in die richtige Richtung gibt, sehen Sie am Montag hier in der Sportsendung.